Vielen lieben Dank, verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Mehr als 4 Jahre ist es jetzt her, das hinter verschlossenen Türen ausgehandelte ACTA-Abkommen vom zivilen Widerstand in ganz Europa zu Fall gebracht worden ist. ACTA war gestern, aber heute sind die Abkommenszombies CETA und TTIP immer noch nicht tot. Großkonzerne und ihre politischen Gefolgsleute versprechen bedeutende Arbeitsplatzgewinne. Wir Kritiker warnen vor der Aushöhlung demokratischer Entscheidungsfindung, vor dem Absenken von Daten-, Verbraucher- und Arbeitnehmerschutzstandards sowie vor einer Manifestierung des dringend reformbedürftigen Urheberrechts. Die kritische Zivilgesellschaft, und wir Piraten verstehen uns natürlich als ein Teil davon, hat es geschafft, einen öffentlichen Diskurs zu CETA und TTIP zu generieren und die Gefahren für Demokratie, die öffentliche Daseinsvorsorge und die kommunale Familie in den Mittelpunkt zu stellen. Gefahren, die etwaige positive Auswirkungen bei weitem überwiegen. Wir Piraten lehnen CETA ab. Basta! CETA ist nämlich die Blaupause für TTIP und nichts anderes. Nur weil die Kanadier oftmals sympathischer daherkommen als die US-Amerikaner, darf man den teils gefährlichen Inhalt des Abkommens nicht unterschätzen. Denn CETA bedeutet ein Investorenschutz, der mit unklaren Rechtsbegriffen eine Sonderjustiz für multinationale Konzerne schafft. CETA bedeutet auch Einschränkungen legislativer Befugnisse von Landes- und nationalen Parlamenten über die Schaffung von Sondergremien. Und es bedeutet auch die schleichende Abkehr vom Vorsorgeprinzip beim Daten-, Verbraucher- und Umweltschutz. Und Vorsorgeprinzip, meine Damen und Herren, das sollten wir uns mal zu Gemüte führen, ist im Grunde im Kern ein europäischer Wert. Und Europa läuft Gefahr, die eigenen Werte zu verraten. Das sage nicht nur ich, sondern das sagt auch der umweltpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Dr. Matthias Miersch. Und liebe SPD-Granden, wenn ihr nicht auf uns hört, dann hört doch wenigstens auf die eigenen Leute. Aber die SPD führt hier leider einen demokratiegefährdenden handelspolitischen Eiertanz aus. Sigmar Gabriel erklärt TTIP für tot, nur um CETA weiter künstlich zu beatmen. Er sagte Ende August im ZDF-Sommerinterview, ich zitiere, die Verhandlungen mit den USA sind de facto gescheitert, weil wir uns den amerikanischen Forderungen natürlich als Europäer nicht unterwerfen dürfen. CETA aber könne man nicht in den gleichen Topf werfen. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller klingt das schon anders. Er sagte der Berliner Morgenpost jüngst, ich zitiere, bei CETA habe ich große Bedenken. Wenn es nicht in den nächsten Wochen noch dramatische Weiterentwicklungen und Verbesserungen gibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das aus Berlin unterstützen können. Und diese Verbesserungen gibt es nicht, wird es nicht geben, weil nämlich der Vertrag längst ausverhandelt ist. Auf dem Parteikonvent am kommenden Montag wird die SPD ihre Position zum CETA-Vertrag festlegen. Und wie man so munkeln hört, ist die Mehrheit der Delegierten gegen den Kanada-Deal. Gut so, alles heimliche Piraten. Wir alle wissen, dass auch viele Abgeordnete hier im Haus größte Bedenken bei CETA haben. Und ich wünsche mir wirklich zutiefst, dass die Delegierten frei und dem eigenen Gewissen folgend abstimmen. Denn dann kann man CETA nur ablehnen. Die Menschen wollen CETA nicht, der Mittelstand will CETA nicht und die Kommunen wollen CETA nicht. Und das Vertrauen in die eigenen Akteure von Bundes- und Landesregierung bis zur EU-Kommission ist zerstört. Darum gehen tausende Menschen am Samstag in 7 deutschen Städten auf die Straße. NRW muss CETA ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Paul. Aber die anderen Fraktionen haben bisher ihre Redezeit auch überschritten, mit Ausnahme der Piraten. Da hat sich Herr Kollege Dr. Paul noch einmal gemeldet. Bitte schön. Tja, vielen Dank, lieber Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Niemand ist ernsthaft gegen Freihandel. Wenn ich allerdings auf der anderen Seite höre, dass der Kollege von der FDP hier religiöse Ereiferung oder sowas vorwirft, dann muss man da einfach mal korrigierend eingreifen. Sie wissen, auf wen dieses Konzept zurückgeht. Richard Cobden und John Bright, 1811 bis 1899, Theorie des Freihandels. Wenn Sie dieses Papier mal lesen, dann werden Sie sich wundern über die religiösen Sprachformeln, die da drin stehen. Und Sie mit Ihrem Turbo-Neoliberalismus tuten natürlich genau in dieses Horn. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, der Amerikaner schreit in mir auf und der Kanadier in mir.
schreit in mir auf, wenn ich Sie höre, wie Sie die USA und Kanada auf ökonomische Bezüge reduzieren. Das darf nicht hingenommen werden. Auf der anderen Seite, der Kollege Tönz hat es gesagt, Handelsgerichtshof. Also das ist für mich ungefähr so, wir bauen mal ein Auto und fahren schon mal los und gucken nachher, ob wir noch eine Bremse brauchen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Paul. Verehrte Kolleginnen und Kollegen.